Ein Zirkel testet unterschiedlich Energy Consumption. Ja, running this device needs energy. As indicated by the kleine blinking lightning blitz on the screen. This braucht energy is just one energy Einheit per outputted Rotsteinpuls. Ey, da soll mir mal einer sagen, ich hätte keinen an der Waffe. Ich feier mich gerade. Du switch between different redstone circuits. Just push the button under the start button. It looks like two sideways pointing arrows. The lightning bolt causes the machine to output its energy to the block on its output side. That is what the Kratzi gestern Abend hat vergessen oder nicht wusste. Ne? Ja. Lass mich. Ich weiß, was du meinst. Ja, bei uns hat es gestern Abend nochmal so ein bisschen Bumm gemacht, ne? Lass mich. Ja, wer hat Bumm gemacht? Ja, ich mit meinen 45 Toten. Keine Sorge, wir kriegen dich noch auf die 46. Ich habe ja schon einen Tod von dir kassiert. Na gut, schon zu viele. Ich wollte schon gerade sagen. Also, ich bin gleich wieder da. Willst du dich verarschen? Ja, ich konnte kein Back machen. Als ich Back gemacht habe, bin ich oben bei unserem Haus rausgekommen. Was kann man denn das Ender-Alters machen? Machen wir da als Ender-Pölder so ein Base. Christian? Ja. Wieso bist du jetzt disconnected? Ernsthaft? Ja. Und dann schon wieder. Auf jeden Fall habe ich 9 Stacks Fackeln dabei. Oh, nice. Nee, stopp, 10. Und ein Ender Pouch. Warte mal, könnte man. Christian? Ja. Ich sehe gerade so ganz dezent, wie wir mehrere Probleme auf einmal lösen können. Ja. Du hast Gunpowder gebraucht, ne? Ja. Kann man aus Salpeter, Sulfur und Kohl craften. Und Salpeter können wir ganz locker aus Potassium, was wir an Potassium, was wir an was haben, mit Nitrogen und Compressed Air Cells lösen. Jetzt kriegen wir 10 Salpeter das raus. Und Nitrogen kriegen wir ganz easy, indem wir 10 Enderpearl das in den Elektrolyzer schmeißen. Dann kriegen wir 4 Potassium auch nochmal raus und Nitrogen. Also wir hätten voll viel Platz ins AE bringen können und hätten voll viel Gunpowder craften können. God damn it. Ah, okay, er muss nur noch 1264 Tasks beenden. Läuft bei dir. Und er ist fertig. Und ich join wieder. Gut. Jetzt bin ich wieder in der Deep Dark. Hast du das gleich weggemacht? Geht nicht. Ah, stimmt, ich hab es ja disconnected. Ja. Und außerdem geht es nicht zurück in der Deep Dark. Doch. Nicht. Ich habe eben auch schlecht weggemacht. Okay, dann geht's vor. Und ich bin wieder drin. Ich suche gerade wieder die Leiter. Auf welchem Stock bist du? Weiter, oder? Ja. Ah, ja. Sind wir hier fertig? Obwohl, da hinten ist noch was. Christian. Ja? Ich habe ein volles Inventar. Ja, warte. Oder wolltest du mir das alles zuwerfen? Correcte. Gut. Warte mal kurz. Aber nice.
Gut, nächste Etage. Nicht vor. Bist. Viele Zombies? Ganz dezent. Also, bist du bescheuert? Nö. Alter! Ich wollte dich doch so schon fast. Achtung, ich komm wieder runter. Ja, ich such schon mal die Spawner. Bei mir leckt nur gerade so derb. Ein Spawner habe ich gefunden. Dir noch ein Knowledge-Fragment. Und noch ein Stat of Traveling. Baby-Zombies, wie ich sie hasse, ne? Und sie hassen dich auch. Bone-Dust. Nice. Ja, kannst du einen Rucksack geben? Hast du dir keinen gemacht? Nee, ich hab nur einen machen können. Ich nehme auch noch raus. Na okay, dann hast du alles. Such ich mal weiter. Oder hast du schon alles andere? Großteil sollte abgedeckt sein. Ah, das war schon alles. Oder? Ja. Gut, dann nächste Etage. Warte. On the way, ja. Alter. Jo, ich hab den Spawner gefunden. Jop, nochmal jede Menge Gregtech. Factorization, Computercraft, Altar Nexus. Das sieht nicht gut aus. Warum? Riesen Kuppel da oben. Creeper. Das ist der Final Boss. Ah, okay. Hab mich gerade schon gewundert. Aber die Tempel sind cool, ne? Ja. Nächsten? Wollen wir erstmal gucken, ob wir alles abgesucht haben? Oder? Weil hier auf der Ebene war, glaube ich, noch nicht alles, oder? Ich habe eigentlich ja alles abgesucht. Das ist. Oh. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zurück, weil mich wurmt jetzt hier dieses Ender Compendium. Das wurmt mich gerade richtig. Ja, okay. Ich schaue hier außen gerade nochmal, weil mir ist nicht gerade eines aufgefallen. Komm mal kurz mit. Siehst du das hier? Von außen ist das eine glatte Wand. Ja, und von hier ist eine Ausbreitung. Ah, okay. Ich dachte, da ist noch irgendwas versteckt. Ja, ein Creeper. Oh. Hätte ja sein können. Also, so viele geheime Verstecke hätte ich jetzt echt gedacht, dass da noch drin sind, ne? Mhm. Ich mach dann aber immer schon mit Slash Home und schau mal, was zu Hause alles angekommen ist. Hättest du mir nicht die Tasche da lassen können? Ich kann auch gleich wieder. Okay. Alter Finne. Hier? Ja, schon noch einiges. komm aber mal zurück. Okay. Weil ich will mir jetzt wirklich mal dieses Ender Compendium craften. Das hat mich jetzt gerade richtig gewurmt. Ender Compendium. Ich packe ich gleich wieder im Surfer. Wo zur Hölle stecke ich da immer fest? Weißt du, was ich langsam glaube? Was?
dass du dann da wieder rauskommst, weil der Block da steht. Ja, ich mach mal es da oben weg. Vielleicht. Ich schau mal in seiner Compendium. Lieber nicht. Ender Compendium is the source of knowledge about the End Dimension. Interacting with the world and other fragments of knowledge. Ah! Wir haben doch hier diese Knowledge-Fragmente mal gefunden, ne? Irgendwann, ja. Die werden hiermit freigeschaltet. Ach so. Das haben sie echt geil gemacht. Ah, okay. Man muss sich halt nochmal hier rechtsklicken. Dummy Vendor, no available knowledge. Create. Okay. Schau dir mal dieses Buch. Warte. Was war das denn jetzt? Hä? Bei mir stand oben Ender Demon, ich hab mir fast in die Hose geschissen. Alter! Oh. Entschuldige, wenn ich mir gerade so ganz die Zeit übersteuere. Alter Finne. Boah. Da ist mir fast das Herz in die Hose gerutscht. Das muss ein Bug sein, oder? Christian? Ja? Nimm mal kurz hier dieses Ender Compendium. Ein Augenblick. Ja? Mach mal Rätsel drauf. Ja? Geh mal unten auf die Creatures. Ja? Und dann auf den Ender Demon. Klick da mal drauf. Ender... Ja. Was steht bei dir? Fragezeichen? No available knowledge. Und jetzt geh mal da komplett raus mit Escape und guck mal nach oben. Es ist auch bei dir, ne? Ja. Diese Bossleiste? Ja. Was zur Hölle? Was geht bloß halt. Ich hab mir grad sowas von derb in die Hose geschissen. Weißt du, was das lustig wäre? Wenn er jetzt hier unten irgendwo wäre. Am besten mein Fusionsreaktor macht den komplett Schrott, ne? Ich würde austicken. Also wollen wir wieder zurück? Warte mal. Okay, hammer nice. Wir machen echt nochmal eine Aufnahme im End. Hey. Weißt du wieso? Server? Du bist gerade disconnected. No. Okay.
Weißt du, was ich gerade herausgefunden habe? Was? Im End gibt es noch einen Dungeon. Einen speziellen Dungeon, den wir noch gar nicht gefunden haben. Und jetzt rate mal, wie dieser Dungeon heißt. Ender Dungeon? Dragon Lair. Das macht mir Angst. Drachenunterschlupf. Das heißt, da wird wahrscheinlich noch ein Ender Dragon sein. Hey. Wollen wir uns das nochmal antun? In der nächsten Folge gerne. Apropos nächste Folge, wir haben jetzt glaube ich schon über 2 Stunden aufgenommen. Passiert. Wollen wir vielleicht dann weiter aufhören? Mir egal, ich hab Zeit. Ja, ich muss auch noch das Ganze rendern und alles Tank dran. Ja. Und ich würde halt gerne noch so ein paar Aufnahmen machen, bevor die Staffel endet. Ja, klar. Möchte auch jeder. Ja. Ja, der Deep Dark ist schon interessant. Auf jeden Fall, da können wir mal so ein bisschen was machen. Gut, ich würde sagen, wenn euch diese Aufnahme gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, wenn nicht, Anmerkungen, Kritik, alles in die Kommentare. Schaut auch mal beim Bakerman, beim Biber Wutzemann vorbei, oder beim Streetigger, oder beim Trivolo. Und ich würde sagen, dann war's das für heute. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder ist, Let's Play Minecraft Technik SMP RT Version 2. Bis dahin, tüdelü. Tschüss. Wow, ich hab's mal nicht verkackt.